Hallo meine liebsten Freunde, da sind wir auch schon wieder in Game direkt hier in der königlichen Halle, dem Thronsaal unseres Staatsoberhauptes des großen Baumkönigreichs. Und hier sind wir nun im Begriff zum großen Monstermaster zu werden. Wir sind Teddy, unseres Namens, und wollen ein Monsterteam zusammenstellen, was wirklich irgendwann in Lage ist, beim großen Sternschauer Cup teilzunehmen. Mittlerweile sind wir schon ein bisschen stärker geworden, aber es reicht noch lange nicht, um hier wirklich was zu reißen. Deshalb müssen wir noch ein bisschen aufpowern, um in der nächsten Challenge, in der nächsten Klasse im Turnier bestehen zu können. Zwei Niederlagen haben wir schon eingefahren. Ich hoffe, dass der dritte Versuch unser aller Glück bedeutet. Deshalb begrüße ich euch hier und jetzt zur Folge 11 von Drunkquest Monsters Teddy Normanderland. Mit einem Schwung ins nächste Portal, auf ins nächste Wunderland sozusagen. Und hier müssen wir noch ein bisschen rumschlawenzeln und ein bisschen aufpowern. Mal gucken, haben wir irgendwas Schönes, was wir finden können. Hier noch irgendwas? Nee, nix, gar nix. Vier Items sollen hier verborgen sein. Noch habe ich nichts gesehen. Und ich hoffe ja, das habe ich in der letzten Folge ganz oft betont, dass wir noch ein paar Kraft- oder Verteidigungssamen kriegen. Und nicht solche langweiligen Monster hier besiegen müssen. Das hat ja gar keinen Zweck. Bringt uns doch kaum was. Hier, wenigstens ein bisschen Geld. Na, guck mal. 12 G. Wir werden weiter gucken. Chimärenflügel brauchen wir beim besten Willen nicht. Aber hier so dicke Gockel. Nehmen wir mit. Gleich am Spieß. Zack, rauf. Gebraten. Köstlich. Wirklich eine richtig schön crunchy Kruste von dem Teil dann noch. Lecker, köstlich, wirklich. Ah, ein Traum. Jetzt aber Fleisch lassen wir liegen. Nee. Nichts, was uns glücklich macht hier. Na, sowas. Ja, das war ein schönes Grinsen, aber das macht mich jetzt gerade nicht glücklich. Da schlage ich lieber rein, um noch ein paar Erfahrungspunkte abzugreifen. So. Also dann. Feld 2 von 5. Sieht ja wieder spektakulär aus. Hier ein Waldareal. Da haben wir schon das Portal. Und hier haben wir ein kleines Glas mit Amolwasser. Und der nächsten Konfrontation. Die Gegner können uns ja wirklich gar nichts. Das ist ja das Lustige, ne? Da greifen wir wirklich gut durch, aber in der Arena, da sehen wir mal ganz schlecht aus. Ich versuche hier tatsächlich noch irgendwas Gutes aufzugabeln. Irgendwas, was uns hilft. Geld ist schon mal ein guter Anfang. Aber sonst nix. Meine Güte. Okay. Dann greifen wir an und vernichten sie. Schloss weg, das Hühnchen. Die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass wir so viele Erfahrungspunkte brauchen, um zu steigen. Aber jeder Levelanstieg ist wirklich schon ein wichtiger Faktor für den Sieg, für den potenziellen Sieg. Aber ich glaube, ich schreite jetzt mal wieder durchs Portal. Denn auf dem letzten Feld warten die meisten Monster auf uns. Vor allem die stärksten und mit den meisten Erfahrungspunkten. Denn hier kriegen wir wirklich nur immer läppische Beträge nur. Was ist das denn hier? Ach, guck mal, Kisten. Hier habe ich die Kiste geöffnet und Monsterfraß rausgeholt. Aber wir können nichts mehr tragen. Was ist hier drin? Monsterfraß. Ist alles nur Monsteressen hier? Auch Monster essen. Hier, Heilkraut brauchen wir auch nicht. Auch Fleisch. Das ist ein Heiltrank. Auch alles Sachen, die wir nicht brauchen. Halt. Ah. Wir haben leider volles Equipment. Wir können nicht ans Lager, weil das Lager auch schon voll ist. Entsprechend, das ist alles ein Trauerspiel gerade. Aber wir werden aus dieser Trauer, aus dieser Phase des Missmuts wieder ausbrechen und wir werden zum Meister werden, ich verspreche euch das. Vielleicht helfen uns ja die nächsten Kämpfe hier. Die Monster sind zu schwach. Ich glaube, das ist das Portal mit den stärksten Monstern, was für uns hier zugänglich ist derzeit. Da hatten wir eine Pranke und das ist das letzte Feld. Also hier sollte man wirklich noch was reißen können. Ansonsten müssen wir auf den Zufall hoffen und vielleicht dann nochmal durchschreiten, weil es ja alles zufallsgeneriert, wie gesagt, und auch die Gegenstände spawnen.
und die Monster, auf die wir treffen, alles ist dem Zufall überlassen. Da haben wir wieder so ein Wasser. Und ein Blatt. Aber ein bisschen Geld. So, das Aufputschmittel, um uns zu wecken, das machen wir auch nicht. Stattdessen kämpfen wir noch einmal gegen Glubschaugen. Feueratem und Vernichtung. Für ihn. Ich wage jetzt den Gang hier oben nochmal. Ich hätte gerne noch einen Levelaufstieg, bevor wir nochmal an die Arena uns wagen. Wenn unsere beiden ersten Monster, sprich Dodan und Godems, Level 14 wären und unser Scar noch ein Level steigt, wäre das ganz schön. Sonst habe ich überlegt, ob man Godems wegen seiner geringen Angriffskraft, ob man den irgendwie verwurstet. Das wäre der nächste Schritt, den ich gehen würde. Dafür brauchen wir aber noch ein weibliches Monster. Oder wir müssten den Schleim um ein Level aufpowern. Also wir haben ja noch einen weiblichen Schleim. Wir können auch mal gucken, vielleicht können wir hier noch ein bisschen Fleisch verfüttern. Hier. Gib mal hier ein bisschen Fleisch. Guck mal, da freuen sie sich. Vielleicht will ja gleich jemand mitkommen. Nachdem ich sie getötet habe. So, Scar macht Feueratem. Und besiegt sie. Ja, und ein männlicher Schleim. Meine Fresse, bleib weg. Ich will dich nicht. Oh, kann man nicht irgendwie geschlechtsangleichende Operationen durchführen? Babysaat, dann haben wir noch irgendwas zu füttern? Hier. Fleisch. Vielleicht haben wir einen weiblichen Satan, das wäre cool. Und entsprechend auch jemanden, der den Level hat, dass wir ihn mit dem Golem paaren können. Aber nein, wir haben sie aus Versehen zu ruppig angefasst. Sie sind beide gestorben im Kampf. Ich will was mit Golems. Ich will Golems verändern, komm. Ich habe ein reines Drachenteam dann. Das war aber egal. Baby-Satans. Ich habe, glaube ich, auch kein Fleisch mehr, ne? Hier lag doch irgendwo noch ein Fleischstückchen, oder? Das machen wir erstmal hier nochmal. Na, Schiff. Auch nichts hier, guck da. Bisschen Monsterfutter. Mal gucken, ob wir da noch irgendjemanden mitkriegen. Der weiblich ist und über Level 10. Beziehungsweise gerade Level 10 erreicht hat. Damit wir ihn auch paaren können. Das wäre mein Wunsch. Alles andere wäre ernüchternd. Hier vielleicht einen weiblichen Zombie. Wäre das nicht was? Haben wir noch irgendwas wir benutzen können? Hier, Monsterfraß. So, da freuen sich schon mal welche. Komm schon. Zombie, sei nicht ganz tot. Ah! Ich glaube, das nächste Mal nehme ich ein bisschen mehr Fleisch mit. Wir versuchen noch was zu erjagen, ja? Das schaffen wir schon. Wir kriegen das schon hin. So. Also dann. Harte Angriffe. Scar greift an und macht Schaden. Das ist gut. Haben wir noch irgendwas, um die hier mitzunehmen? Nee, ne? Boah, gar nichts. Wir brauchen echt Fleisch. Ich glaube, ich habe im Lager noch was. Eingemeindet. Denn so wollen die wollen einfach nicht mitkommen. Irgendwas haben die gegen mich. So, also noch einmal. Durch das Reiseportal. Halt die Klappe. Herr Priester, ich gehe nochmal ganz kurz hier zum Lager. Was ist hier? Nee, unten. Weiter unten.
Aber wie gesagt, es ist ganz schön hart, sich hier aufzuleveln, bisschen zu powern. Nee, ich muss ja was wegnehmen. Ich hab wieder volle Taschen. So, also weg mit den ganzen Kräutern hier. Und den Chimärenflügeln. So, heilen müssen wir uns eh nicht. Hier ist das Portal, die Monster sind schwach. Also nehmen wir mal ein bisschen was weg hier. Was haben wir denn noch? Wir haben hier tatsächlich auch noch ein paar Samen, die nehme ich mal und verbraucht ihr noch. Ich überlege gerade, nehmen wir mal das Fleisch mit. Ach, da war auch mehrere von. Dann nehmen wir da noch zwei mit. Mal gucken, dann versuchen wir noch ein Monster irgendwie aufzugabeln, was weiblich ist und über Level 10. Und vielleicht steigt bei der Rekrutierung auch unser Golem nochmal. Und wenn er es dann nicht packt, dann müssen wir ihn leider vermischen mit etwas anderem, um irgendwann die Macht zu haben, den Arena-Kampf glücklich zu bestreiten. Den Verteidigungssamen nehme ich schon mal. Machen wir ihn. Da. Scar. Kriegt er nochmal. Ich gehe bewusst auch nochmal hinter das Portal, weil da ja die meisten starken Monster-Konfrontationen auf uns warten. So, ein bisschen Gold. Und mit der Rekrutierung warte ich, glaube ich, bis zum letzten Feld. Das Drachenklein ist hier. Ich glaube, da ist der Level einfach zu gering auch. Was? Scar ist tot? Wie ist das denn möglich? Nee. Das kann doch nicht sein. Wie ist denn das jetzt abgeratzt, das Teil? Ich hab schon schnell gedrückt. Haben wir noch einen Chimärenflügel? Jetzt bräuchten wir einen. Scheiße. Oh. Na komm, wir reißen das rum. Wir schaffen das auch mit zwei Monstern. Aber es ist halt blöd wegen den Erfahrungspunkten, ne? Entsprechend müssen wir jetzt nochmal kämpfen oder einen Flügel finden. Hier ist das Portal nicht zu finden. Fleisch. Und noch einmal. So ein Fördergugel. Und nichts will sich uns anschließen. Ich glaube, jetzt ist es echt schwierig, dass sich einer freiwillig anschließt, ohne dass wir ihn anfüttern. Also noch einmal der Gang hier durch das Portal. Das Drachenkleine war eigentlich ganz gut, ne? Ich versuche mal hier was zu füttern. Vielleicht kriegen wir ja schon irgendwas mit. So. Aber nein. Hat es nicht gebracht hier. Schade. Echt schade, dass es so schwierig ist für uns. Wir können natürlich viel mehr Fleisch füttern und damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass etwas uns folgt, aber ich weiß ja nicht. Aber dass unser Flugdrache so schnell vernichtet wurde. Ich verstehe es nicht. Naja, ist ja auch egal. Wir sollten nicht allzu lange hier rumlamentieren, sondern einen Ausweg suchen. Um Scar ganz schnell wieder auf die Beine bzw. in die Lüfte zu bringen. Deshalb einfach noch einmal durch die Löcher schreiten. Das nächste fällt mir bestimmt auch schnell. Und dann lassen wir den Priester sein Gebet hier niedersäuseln, um dann unser Monster wieder zurückzuholen. Nichts dergleichen hier zu finden. Ich versuche nochmal einen Zombie mitzunehmen. Hier, komm. Fleisch gegeben. So, und jetzt greift Dona natürlich direkt an und tötet sie. Ah, guck mal, wir können es nochmal wagen.
Hier. Ein bisschen Monster, hier ein bisschen Monsterfutter noch. Vielleicht hat das gereicht. Dorn greift mich an und besiegt ihn. Und auch das hat nichts gebracht. Was ist das für eine Kacke? Niemand will mit uns mitkommen. Alle hassen uns. Na, wie dem auch sei. Können wir es noch einsammeln hier? Wir können es ja wirklich nur versuchen, immer und immer wieder. Und vielleicht ist uns das Glück ja dann auch nochmal hold. Also gut. Durch das Portal. Ich überlege, was man sonst noch machen könnte. Ich glaube aber, wir sind nicht wirklich gut gestellt. Solange wir nicht noch ein Level steigen. Sonst spielen wir mit den gleichen Karten dieselbe Partie, die wir nur verlieren können. Ich versuche mal jetzt das Portal. Komm, zum Auffrischen. Ein klein bisschen Abwechslung zu haben. Jetzt haben wir hier mehr... Ah, mehr Glück, ich bin einfach direkt durchgeschritten. Hier machen sie es uns aber auch echt leicht gerade, ne? Dabei brauchen wir noch die Kämpfe. Naja, wir sollten mal vielleicht zur letzten Ebene vorschreiten. Aber natürlich erstmal noch ein Kampf. Hier. Eine Schlammhand. 110, das war ein kritischer Treffer. Darauf kann man natürlich auch hoffen im Arena-Kampf. Deshalb, wie gesagt, verlieren können wir eigentlich nicht viel, außer unser wichtiges, wertvolles Gold. Wir können auch mal ein paar Gegenstände verkaufen. Wäre sinnvoller, als sie wegzuwerfen wahrscheinlich. So, was haben wir hier? Raupen und... Irgend so eine hässliche Feenratte. Vielleicht kriegen wir ja hier jetzt was. Ich gebe mal ein bisschen Futter an die Raupe. Wäre ja mal was, ne? Aber nein, es ist nur gestorben, das Teil. Wurde hemmungslos totgeschlagen. Klar, dass da nichts mitkommen will. Dann schauen wir hier nochmal links. Wir denn noch irgendwas finden hier. Jetzt versuche ich es wirklich auch nochmal mit Futter. Hier, ein bisschen was Besseres sogar. Ah, wie gesagt, die kriegen ja zu schnell weg, ne? Hat es was gebracht? 52 Erfahrungspunkte und ein weibliches Räuplein. Das ist es genau, was ich will. Ja, nehme ich mit. Katapida. Also eine Raupe. Kia! Kia heißt sie hier. Ich gehe sogar weiter, ich nenne sie Kia Kia. Wie so ein Groupie-Girl, was immer schreit. Kia Kia! So. Ja. Ich nehme sie auch gleich mit. Tausche mal Golem ein. Ist nämlich Level 8. Wir müssen sie auf Level 10 kriegen. Dann können wir sie wegpaaren. Vielleicht ist das eine gute Idee. Ich weiß nicht, ich brauche wahrscheinlich noch einiges an Erfahrungspunkten. Aber hier kann man gut Erfahrungspunkte sammeln. Skar greift an. So, egal was hier passiert, kann man wegdrücken. Hauptsache wir gewinnen. 62 Erfahrungspunkte. Wie sieht's denn aus mit Kia Kia? Ach guck mal, nur noch 13 bis zum Levelaufstieg. So, ein Chimärenflügel, ne, sowas. Und ein wenig was Güldenes noch obendrein. Okay. Mal schauen. Einmal Flammenatem. Jawohl. Und Kia-Kia steigt. Und wir gucken nochmal, wie viel brauchen wir jetzt noch. 82. Das ist machbar. Und dann schauen wir mal, ob wir
die Raupe mit dem Golem paaren oder irgendwas? Das wird dann der spannendere Part, glaube ich, der Folge, wenn wir versuchen, ein neues Leben zu erschaffen. Was wir natürlich dann auch erstmal wieder aufleveln müssen, ne? So, erstmal der Angriff. Dann dürfte jetzt der letzte Kampf folgen gleich. Ich bin echt schon mal gespannt, was wir da dann tatsächlich gleich bei mit rauskriegen. So. Feueratem. Und dann killen wir die Viecher. 51. Und damit steigt unser Wesen noch ein Level. Wie sieht's denn jetzt aus mit den anderen Monstern eigentlich? 100. Ach, guck mal hier. Die kriegen wir auch nochmal zum Levelanstieg. Dodan und Scar wollen wir jetzt auch nochmal aufleveln. Puh. Und dann, liebe Leute, geht es wirklich an die Essenz. Hoffentlich im Kampfe. Feenmaus auch noch. Gab jetzt nicht wirklich viele Erfahrungspunkte, das war schade. So, ist leider sehr repetitiv hier. Aber jetzt wird's doch was vielleicht, ne? Nochmal Feuer. Dodans Feueratem ist auch stärker, ne? Als von Scar. Man merkt es schon. Zack, weg mit dir. So, Scar steigt auf Level. Ach, guck mal hier, komm, den nehmen wir mit. Es war ein Männchen, aber egal. Fä heißt diese Ratte. Nehmen wir mal Fä. Aber nicht ins Team. Aber der Name ist okay, aber ich will es nicht ins Team haben. So, ein Kampf noch, komm. Dann steigt unser Dodan noch ein Level. Das wäre doch was. Das wäre doch noch was. Ich hoffe, das reicht. Ja, 9, nee, es wird nicht reichen. 9 Erfahrungspunkte ist so wenig. Puh. Bitte, eine harte Entscheidungsschlacht noch, jawohl. Genau, das wollte ich sehen. So, Dodan Level 14. Das ist schon mal sehr schön gewesen. Und jetzt, liebe Leute, schauen wir mal, was wir hervorgebracht kriegen. Hier gibt's ja nichts mehr zu finden, leider. Jawohl. Einmal noch in die Sternschauerhöhle. Und dort wird Kjakja, unser kleines Raupenmädel, gleich an den Mann gebracht. Da können wir gleich mal gucken, wo ist er? Da. Die ist auf jeden Fall schon mal. Da haben wir sie nochmal, wie sie aussieht. Die wird auch schon mal genommen. Und wen wollen wir dann als nächstes nehmen? Ich habe überlegt, erst den Golem, aber ist vielleicht nicht die beste Idee, unseren Golem jetzt schon rauszuhauen. Raub mit Heumin vielleicht? Dodan auf keinen Fall. Golems. Mit Gojin? Was passiert, wenn ich mit Gojin paare? Hier, unsere Mumie. Dann kommt Lips Level plus 2 raus. Kennen wir ja als Lippenwesen, ne? Ich lasse mal kurz, mal gucken, ob wir noch eine andere Kombination haben. Plus 2 schon ganz gut, aber mal schauen. Oniwa? Jinmencho plus 1. Ne, ich glaube, wenn man. Ich versuche es doch nochmal. Was ist, wenn ich Dodan wagen würde? Mit Kjakja. Muss ich aufpassen, ne? Fairy Dragon plus 1. Auf keinen Fall. Niemals. Na gut, ich glaube, Lips plus 1, plus 2 klingt schon ganz gut, ne? Was ist, wenn ich es mit Golems mache?
Ein Stachelkerl plus 1. Aber ich glaube, mit Gojin, weil der ja schon mal gepaart wurde, hat das einen besseren Wert. Also Kya-Kya mit Gojin, den ich leider jetzt schon wieder verabschieden muss. Nips plus 2, ja? Machen wir. So, da guckt euch das an. Das ist jetzt ganz romantisch. Ganz romantisch Liaison. Unsere kleine Mumie ist leider schon fort, aber wir haben Ei. Da. Und ja, ein Ellipsei. Wollen wir das gleich ausbrüten? Ja. Also nochmal zurück. Und dann schlüpft gleich das Ei und es wird eine Monstrosität rauskommen, die wirklich abartig ist. Da, guckt euch das an. Männlich, ach guck mal. Iri. Ja, Iri ist, weiß ich nicht, ist nicht so mein. Wie nennen wir sie denn? Ich nenne sie Chu. Für Chu Chu der Knutsch. Ja, Knutsch, Knutschmund kriegt. Heißt sie Chu. Wollen wir mitnehmen, ja. Aber ich überlege gerade, ob ich jetzt. Ich habe zwar jetzt das Viech im Team, ist es Level 1. Bringt nicht viel. Ob ich noch einmal den Arena-Kampf wage? Ich wage noch einmal mit dem Golem im Team den Arena-Kampf. Und wenn das nicht funktioniert, dann machen wir das nächste Mal weiter, liebe Leute. Und werden dann unser neues Monster aufpowern. Aber man kann ja mal gucken, ob man es schafft. Ja, da war es nochmal in voller Gänze, aber wollen wir jetzt gerade gar nicht angucken. So. Also das sind mir die 50 Goldmünzen wert, jetzt noch einmal den Versuch zu wagen, in der Arena hier einen Kampf zu bestehen. Im alten Team? Der dritte Versuch, wenn es jetzt nicht funktioniert, müssen wir tatsächlich versuchen, Chu erstmal aufzupowern und dann damit einen Kampf wagen. Also gut. Das kennen wir, deshalb, ich lasse jetzt mal angreifen. Die gehen gezielt natürlich auf die starken Viecher. Und noch läuft alles gut. Und die Verteidigung wird zwar gesenkt, aber das ist nicht so schlimm. Zack, weg. Die haben wir weggeknallt, ohne groß Schaden zu nehmen. Erste Runde war auch kein Problem. Zweite ging auch noch, aber die dritte war tödlich. Vom Monster Master Ted, das war wirklich ein furchtbares Ränkereigen hier. So, noch einmal, guck mal, da haben wir gleich den Feendrache weg, den Drachenschleim auch weggeknallt. Scar greift an, Dolan greift an und schon haben wir auch das Team ausgelöscht. Jetzt wird's spannend. In der letzten, alles entscheidenden Runde gegen diese widerlichen Viecher. So, du hast, bist also nochmal gekommen, dann versuchen wir es doch nochmal. Ah, okay. Angriff. Und Slime zu Mudi ruft wieder seine Kameraden, die greifen hier einmal durch die Reihe an und ziehen wirklich sau viel ab. Das ist unfassbar. Chat. Das sind auch Angriffe, die immer auf alle gehen, ne? Scar macht einen Feueratem, das zieht kaum was ab. So. Auch noch mal hier. Ach, guck mal, wir haben einen besiegt. Zwei besiegt! Geil! Wir schaffen's! Oh wow. Oh wow. Scar sammelt die Kraft und greift an. Und damit haben wir die Rüstungshausenfüßler besiegt und den Kampf für uns gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Ein neuer Sieger wurde gekürt. Master Terry, einen großen Applaus für dich. Oh, du hast es geschafft. Du hast die E-Klasse bestanden. Guck mal, jetzt kannst du dich erstmal ausruhen und dann auch mal ganz kurz zum König gehen und dann nochmal, ne? Dich mit ihm aussprechen, um das nächste Mal dann gegen noch härtere Kontrahenten zu kämpfen. Das war's aber, liebe Leute. Den König begrüßen wir das nächste Mal erst wieder. Ich sag mal, ich speichere nochmal ganz saftig einmal rauf mit unserem alten Team, aber in neuer Farbe und mit neuer Kraft ausgestattet. Wollen wir das nächste Mal beim König dann vorstellig werden und dann die nächsten Portale bereisen. Bis dahin, bleibt ihr bitte gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Könnt ihr nochmal schon kommentieren, liken und vielleicht die Glocke aktivieren. Das würde mich freuen. Und umso mehr freue ich mich dann, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Also dann, auf Wiedersehen.